Wayne Rooney ganz einsam auf dem Weg zum Bus. Ein Bild wie ein Symbol am Tag nach der historischen Pleite. Denn wieder einmal steht Englands Nationalmannschaft vor dem Nichts. Kritik von allen Seiten, nach einem der dunkelsten Tage in der langen Geschichte der Three Lions. 1:2 gegen Island, selbst der Fußballzwerg war eine Nummer zu groß und stürzte das Mutterland in eine seiner größten Krisen. The Daily Telegraph sprach folgerichtig von der größten Demütigung, ähnlich The Guardian. Und The Times betitelte den 27. Juni als dunkelsten Tag. Da hatte Trainer Roy Hodgson sein Amt bereits niedergelegt. Verständlich. Denn die Erwartungen in England sind zwar vor jedem Turnier riesengroß, nur diesmal hatte man tatsächlich das Gefühl, dass die junge, talentierte Mannschaft weit kommen könnte. Zur Erinnerung. Wir sind selbstbewusst. Wir glauben daran, bis zum Ende im Wettbewerb zu bleiben. Natürlich können wir den Titel gewinnen. Wie gesagt, wir sind eine der besten Mannschaften im Turnier. Wir sind selbstbewusst und fürchten niemanden. Worte, die nach der Leistung von Nizza lächerlich wirken. Keine Ideen, kein Tempo, kein Mut. Teils fürchterliche Pässe. Als hätte die Mannschaft etwas gehemmt. Vielleicht auch, weil sie nun schon seit 10 Jahren auf einen Sieg in der K.O.-Runde eines großen Turniers wartet. Die Engländer bleiben also die tragischen Figuren der Fußballwelt. Klar, dass wenige Tage nach dem Brexit die Karlauer in den sozialen Netzwerken folgten. Einer darf natürlich nicht fehlen. Englands Torwart Joe Hart von Pep Guardiolas neuem Club Man City, der beim 1:2 sehr unglücklich aussah. Die Neverending Story der englischen Torhüter hat ein neues Kapitel. Da konnte sich auch der passionierte Rechtsfuß Mario Basler nicht zurückhalten. Unterdessen stehen die Engländer vor einem schwierigen Neuanfang. Hodgson ist weg, gewünscht ist ein Nachfolger mit Erfahrung. Aber die Suche könnte schwer werden, weil sich einige Kandidaten nicht eignen und andere nicht wollen. Aber egal wer es wird, der neue Trainer findet einen Scherbenhaufen vor. Vor allem muss er der Mannschaft den Glauben an sich selbst zurückgeben. Nach der wohl peinlichsten Pleite in der Geschichte des englischen Fußballs.